Als nächster Herr Abgeordneter Jani Cetti. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lassen Sie mich vielleicht noch eingangs auf die Kollegin Smolic-Neumann antworten. Sie haben hier nicht wortwörtlich, aber sinngemäß gesagt, Sie respektieren so quasi alles, ja, was nicht heterosexuell ist, solange man nicht mit dem Strafrecht in Berührung kommt, und merken dabei gar nicht, dass Sie mit dieser Kontextualisierung ja genau das in Berührung bringen. Und das finde ich wirklich letztklassig. Letztklassig und offenbart eine Haltung. Wissen Sie, um jetzt zum vorliegenden Antrag, der in erster Lesung hier zur Debatte steht, wissen Sie, was die häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen ist? Das wissen viele nicht. Viele glauben Unfälle, Ertrinken oder andere Todesursachen. Nein, die häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen ist Suizid. Und das wird seltener ausgesprochen, obwohl es mittlerweile wissenschaftliche Studien gibt, dass über Selbstmord reden eben nicht zu mehr Selbstmord führt, sondern vielleicht den gegenteiligen, den sogenannten Papageno-Effekt haben kann. Aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache. Und wissen Sie, wie sich die Neigung zu Selbstmord, also Suizidalität, bei LGBTIQ-Jugendlichen verhält im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung der jungen Menschen? Sie ist fünfmal so hoch, verfünffacht. Fünfmal so viele LGBT-Jugendliche nehmen sich das Leben wie ihre heterosexuellen Mitmenschen. Ich finde das extrem schockierend und ich finde, dass das uns alle schockieren muss und aufrütteln muss. Und ich finde, wir müssen alles tun, wir müssen viel mehr tun, dass LGBT-Kids, die sich in einer unglaublich schwierigen Phase befinden, mehr schützen und mehr dafür tun. Viele von Ihnen haben doch Kinder. Und wenn wir sagen, 10-15% der Kinder sind nicht heteronormativ oder sind nicht heteronormativ, dann muss es doch unsere gemeinsame Anstrengung sein, dass wir alle diese Kinder bestmöglich schützen. Und deswegen befassen wir uns heute auch mit einem Thema, wo es genau darum geht, eben Kinder, die besonderen Schutz benötigen, denen dann auch zu geben. Und mit einem Thema, das eigentlich beschämend ist für uns als Parlament. Beschämend, weil bei diesem Verbot von Umpolungstherapien, also sogenannten eigentlich Pseudotherapien an Kindern und Jugendlichen, in deren Rahmen die sexuelle Orientierung oder sexuelle Identität umgepolt werden soll, weil wir mit diesem Thema uns eigentlich hier schon beschäftigt haben, Kollege Mario Linden hat es ausgesprochen, es gibt eigentlich einen einstimmigen Beschluss hier im Nationalrat und seitdem ist nichts passiert. Und ich finde es eigentlich ganz unabhängig von unserer Beschlusslage krank, dass wir uns im 21. Jahrhundert noch immer mit solchen Therapien oder einem Verbot dieser Therapien beschäftigen müssen. Es ist seitdem nichts passiert und ich finde es auch enttäuschend, dass Anfragebeantwortungen der Bundesregierung ergeben haben, dass sie eigentlich auch keine Notwendigkeit sehen, hier was zu tun. Deswegen freut es mich sehr, Eva, dass du heute auch angesprochen hast, dass von Seiten der Grünen hier auch mehr Anstrengungen unternommen werden sollen. Und vielleicht schaffen wir es ja im Pride-Monat, hier weiterzukommen und hier mehr zu erreichen. Auf jeden Fall vielen Dank an dich, Mario Lindner, dass du hier die Initiative wieder ergriffen hast. Konversionstherapien werden auch als sogenannte reparative Therapien oder eben Umpolungstherapien bezeichnet. Und damit wird suggeriert, irgendwas stimmt nicht, wir müssen irgendwas reparieren, wir müssen irgendwas umkehren, umpolen. Und wenn Sie jetzt sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das bei uns noch gibt, dann sage ich Ihnen, schauen Sie sich zum Beispiel eine sehr aktuelle Dokumentation des ZDF an, wo Journalisten mit versteckter Kamera bei Ärzten, bei Psychotherapeuten in Therapie sind, wo die Ihnen erklären, wie Sie jetzt in den nächsten 5 Sitzungen umgepolt werden, wie Sie Ihnen das in Rechnung stellen. Das ist Realität und wenn man sich auch das Gutachten, ausführliche Gutachten der deutschen Magnus-Hirschfeld-Stiftung für den deutschen Bundesgesundheitsminister anschaut, dann sieht man auch, dass das einfach ein sehr aktuelles Thema ist. Die Konsequenzen solcher Konversionstherapien für die Betroffenen, die sind verheerend. Selbststigmatisierung, ein gesteigertes Suizidverhalten, Depression, Selbsthass, Identitätsverlust, man kann sich's, glaube ich, in Ansätzen vorstellen. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen, glaube ich, müssen wir dafür sorgen, dass auch kein einziges Kind, kein einziger Jugendlicher in Österreich in so eine Konversionstherapie geschickt wird. Deutschland hat vorgezeigt, wie es gehen kann. Dort gibt es seit 2020 ein gesetzliches Verbot der Konversionstherapie. Und wissen Sie, liebe Kollegen von der ÖVP, wer das dort in die Wege geleitet hat? Der konservative deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn. Der hat dieses Thema sehr mutig, auch innerparteilich vorangetrieben, obwohl es da auch Gegner gegeben hat. Und der hat, wie ich finde, ein vergleichsweise sehr gutes Gesetz auf den Weg gebracht.
Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, weil ich noch ein bisschen verbliebene Restredezeit habe, was in Deutschland genau verboten wurde. Dort wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Konversionsbehandlungen an Minderjährigen generell und an Volljährigen, deren Einwilligung auf einen Willensmangel beruht, wenn zum Beispiel der Behandler sie nicht über die Schädlichkeit der Behandlung aufklärt, verboten. Das Bewerben, Anbieten und Vermitteln solcher Behandlungen wurde ebenfalls verboten. Verstöße gegen dieses Gesetz werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft und Verstöße gegen das Verbot der Werbung mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro. So einfach kann es gehen. Abschließend, der Weltärztebund hat 2013 sogenannte Konversionstherapien als Menschenrechtsverletzung, als mit der Ethik ärztlichen Handelns unvereinbar verurteilt. Und der Deutsche Ärztetag hat auch schon 2014 vor den negativen Auswirkungen gewarnt. Und in Österreich ist dieses Therapieren im Rahmen von freikirchlichen Settings, im Rahmen von Psychotherapie oder medizinischen Settings noch immer nicht unter Strafe. Wir werden jedenfalls gemeinsam weiterhin mit Nachdruck dafür kämpfen, dass so ein Verbot kommt und dass solche Umpolungen von Kindern und Jugendlichen in Österreich der Vergangenheit angehören. Vielen Dank. Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen und ich werde diesen Antrag 1523a dem Justizausschuss zuweisen. Die Tagesordnung ist erschöpft.